Herzlich willkommen hier bei uns beim Insider, dem Indoor-Rollercoaster im Wiener Prater. Mein Name ist Oliver Totzek, ich bin Betriebsleiter bei der Firma Keudel und ich zeige euch jetzt eine unserer zahlreichen Attraktionen. Kommt mal mit! Nachdem ihr über die Treppe den Insider betreten habt, kommt ihr in unseren Pre-Show-Bereich. Ihr kommt durch einen relativ dunklen Gang, der baut Spannung auf und anschließend geht ihr direkt rein in unser großes Laserlabyrinth. Das Coole an unserem Laserlabyrinth ist, es ist ein amerikanisches Labyrinth. Das heißt, ihr geht rein und ihr seht euch mindestens 8-mal selber und zu keinem Zeitpunkt seht ihr den Ausgang. Daher ist es verdammt schwer, wieder rauszukommen. So, und hier ist im Insider ein Teil quasi fast schon vom Prater Museum entstanden, weil hier finden sich unter anderem zwei Figuren wieder, die unser Chef ursprünglich mal für sich gekauft hatte. Plus, dass wir hier die ganzen alten Zehrspiegel aus einem unserer Labyrinths haben, was wir allerdings vor einigen Jahren abgerissen haben. 2013 hat die Firma Keudel den Insider gebaut. Früher stand hier ein großes Casino, das haben wir komplett abgerissen und stattdessen diese Riesenhalle, die fast so groß ist wie ein halbes Fußballfeld, hingebaut. Hinein kam der Insider. Das Besondere ist, er ist 13 Meter hoch, hat fast eine Schienenlänge von fast 400 Metern und durch die drehenden Gondeln ist jede Fahrt individuell anders, je nachdem, wie die Gondeln beladen sind. Ja, im Jahre 2020 gab es ein kleines Update für die Anlage und zwar gab es ein komplett neues Sicherheitssystem. Hier sieht man hervorragend unseren Streckenverlauf. Und zwar ist das unser neues Sicherheitssystem, was wir vor 2 Jahren erst eingebaut haben. Hier sieht man ganz toll, momentan sind alle Blocks im Bahnhof belegt, weil alle Wagen im Bahnhof sind. Verlässt der Wagen den Bahnhof, geht es auf die 400 Meter lange Strecke, hier den Lift hinauf und ab hier oben in den ersten Kurven fangen die Wagen schon an zu drehen. Und so geht es die komplette Strecke durch bis hinten, Block 7, das ist die Schlussbremse. Der Insider wird jedes Jahr aufs Neue vom TÜV Süd abgenommen. Des Weiteren haben wir hier eine komplett neue Sicherheitsüberwachung, die noch keine 2 Jahre alt ist. Alles wird digital über Sensoren überwacht. Plus, dass unser Technikteam jeden Morgen sich ausgiebig um die Anlage kümmert, dass nichts passieren kann. Die Halle hat eine Gesamthöhe von 16 Metern und eine Grundfläche, die fast so groß ist wie ein halbes Fußballfeld. Und hier passt unsere Achterbahn, wie ihr seht, gerade so rein. Und ihr habt jetzt gerade die große Ehre, das Ganze mal im Hellen zu sehen, weil während des normalen Betriebs ist es hier drin stockdunkel und ihr habt nur die Laserbeleuchtung. So, es hat mich gefreut, euch unseren Insider mal von hinter den Kulissen zu zeigen. Und warum heißt der Insider? Weil in ist, wer drin ist. Also, wer den Insider, kommt vorbei. Wir bereiten uns jetzt auf den Abend vor. Wir freuen uns auf euch.